Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Driver Parallel Lines. Kommen wir der Polizei kommen wir, der da hinten wahrscheinlich nicht. Wir haben ja Zeit, oder? Ja. Natürlich fahrt jetzt hier runter. Ich habe keine Möglichkeit, hier irgendwie auszuweichen. Ja, okay. Ich frage mich, wenn die anfangen zu schießen, ob Maria was abkriegt dann. Hey, ich dachte, ihr fahrt nicht durch die Seitengassen. Wahrscheinlich waren wir zu nah dran. Ich glaube, sie kriegt was ab. Ja. Wird ein knappes Ding. Wie weit ist es denn? Na gut, quasi jetzt hier noch einmal entlang. Allerdings haben wir immer noch Verfolger. Das ist nicht so gut. Wahrscheinlich kriegt es auch Schaden, wenn wir irgendwie zu übel gegen irgendwas rammen. Ah, ich glaube, wir sind nicht losgeworden. Schön. Sehr gut, da hinten kommt allerdings der Nächste. Schaffe ich es vorher abzubiegen? Ja. Wieso stehe ich hier ein Stück Mauer ab? Auto? Das war so nicht geplant. Ich wollte einmal kurz antippen. Ich habe einmal kurz die Handbremse angetippt. Dass du dann hier rüber fährst. Macht Sinn, hier rüber zu fahren? Nein. Leider nicht. Aber ich bleib dann selber von der Hauptstraße weg. Ja, wie gesagt, hättest du am ersten Check, ich denke, wir kriegen es hin, aber hättest du am ersten Checkpoint nicht so viel abgekriegt. Ob es jetzt durch uns oder die Gegner war, wäre das ja alles entspannter. Okay, ja, du kriegst ja auch Schaden, wenn wir irgendwie Gegner fahren. Alles klar. Ah, wir haben's. Gut, warte hier, bis ich das mit der Zahlung geregelt habe. Alles geregelt, Sie haben das Geld genommen. Ich komme schon allein zurück. Du kannst gehen. Dann ist ja gut. Auspuffwaffe. Sehr schön. Stimmt, ihr seid ja noch auf der Suche, sehe ich gerade. Ich habe nicht genug Geschwindigkeit, um das Ding umzufahren. Taxi-Mission gibt es wohl auch noch. Hat es euch zerlegt? Nee, oder wenn das Blaulicht ausgeschaltet, wie mir scheint. Okay. So, kann ich eigentlich jetzt
Springen. Ich glaube nicht. Dann müssen wir euch erstmal noch loswerden. Hier geht es leider nicht weiter. Aber ich glaube, es ist für euch verwirrend genug, dass ich hier, ne, reingefahren bin. Sehr gut. Dann versuchen wir das nochmal. Dabei würde ich, glaube ich, mal gucken, ob wir da was Schönes zum Zusammenbauen finden noch. Okay, wir müssen Polizei loswerden. Ach Quatsch, warte mal. Wir bleiben in dem Wagen. Ich hätte gerne gesagt, entweder ein Pickup oder ein Sportwagen. Du bist, glaube ich, nicht sportlich genug, aber. Mann, das ist auch ein Jeep, ne? Oder nee, ist ein Pickup, cool. Ich nehme die da hinten. Ist der gleiche. Da gibt es jetzt hier noch eine quasi Dampframme. Mal schauen, da gibt es keinen anderen Pickup, wie das aussieht. Oder ich nehme halt direkt so einen einen Truck. Das wäre doch auch noch eine Idee. So, ja, Munition wäre auch noch mal eine Idee. Und du bist jetzt verfügbar, sehr schön. So, wir haben ja einiges verschossen jetzt beim letzten Mal. Und ich glaube, die können wir auch ein bisschen fancier Rosse geben, ne? Das mal. So, und dann noch Leistung, bitte. Ja, leider nur ein Motor-Upgrade. Den Rest hauen wir noch gerade rein. Gut. Dann bist du eingelagert. Und wir fahren dann jetzt mal gerade runter, würde ich sagen, oder? Das war ja nicht weit. Mal gucken, wie der sie so macht. Oh ja, ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. Tüt. Ja, scheint wirklich nur diese eine Version vom Pickup zu geben. Ist hier ein Sportwagen? Nein. Da müssen wir da, glaube ich, noch ein bisschen suchen. Irgendwas stimmt da nicht. Es ist viel zu ruhig. Ja, achso, vorher mal noch anhören.
was zu sagen wurde? Okay, Slink ist zurzeit total paranoid. Und wenn wir ihm schaden wollen, müssen wir schlau sein. Ihm gehören 3 Pornoläden, die alle pflückreif sind. Sie sind 1A gesichert und da ein Überfall auf alle 3 gleichzeitig nicht in Frage kommt, ist ein schnelles Fahrzeug die beste Alternative. Der erste Shop in der North Bronx ist kein Problem, aber wir können uns um die anderen beiden erst kümmern, wenn der Ball rollt. Überlass das mir, ich melde mich wieder. Der Raminator, okay. Ja, hatten wir auch im ersten Teil schon mal so eine Mission. Ich befürchte, er ist nicht schnell genug, der Wagen. Vielleicht kriegen wir jetzt schnell einen Wagen gestellt. Mal gucken. Gut, oder so halt. So, wie sieht's denn aus? Ah, ihr kommt da. Na gut. Ne, ihr fetzt euch da hinten. Ist einfach nur dem Verfolger entkommen, oder wie? Das war das zweite Mal. Jemand hat's auf mich abgesehen. Ah, okay. Und jetzt können wir die Mission aber nochmal machen, oder wie? Interessant. Okay, Slink ist zurzeit total paranoid. Und wenn wir ihm schaden wollen, müssen wir schlau sein. Ihm gehören 3 Pornoläden, die alle pflückreif sind. Sie sind... Gut, wir kriegen ein Auto dafür. Sehr schön. Ich hab dir eine Kiste versprochen und da hast du sie. Mein eigenes Werk. Wunderschön. Und noch dazu gepanzert. Bring sie möglichst heil zurück. Die Teile haben eine Stange Geld gekostet. Okay, wir haben wirklich keine Zeit. Ja, das aber lässt sich wirklich gut fahren. Cool. Nicht vergessen, je mehr Tempo, desto leichter wird es sein. Viel Spaß. Jo, Musch. Okay, hier schwimmst du doch krass ein bisschen. Gut, dann könnt ihr noch ein bisschen was zerstören hier, ist das okay? Da muss ich glaube ich aussteigen, oder? Jo. Bist du kaputt? Zählt wohl nicht als ganz kaputt, ne? Komme ich da noch mal rein? Nö, oder?
Ich starte mal neu. Ich glaube nicht, dass das jetzt funktioniert. So, dann nochmal. Nicht vergessen, je mehr Tempo, desto leichter wird sein. Viel Spaß. Welche muss ich nehmen? Die zweite. So, wie viel schneller bin ich jetzt unterwegs? Ich weiß es nicht. Freie Straßen. Nicht wirklich, glaube ich. Okay, jetzt wird's als zerstört gezählt. Cool. Okay, auch wieder super wenig Zeit. Viel zu viel Verkehr. Ihr haltet mich gerade auf, das kann ich nicht gebrauchen. Na, die Zeitlimit ist halt echt zu knapp. Das bereitet mir wieder eine Menge Stress. Okay. Dann ist im dritten. Ja, am besten fahre ich geradeaus und biege dann ab. Gut, das sollte passen. Ich glaube, ich bin beim letzten Mal einfach zu wenig Abkürzung gefahren. Natürlich geht hier jetzt das Rollgitter runter. Kann ich das wieder abstellen, sag mal? Wieso hast du nicht wieder die Standardwaffe? Besser. Okay. Wir müssen den Wagen nicht zurückbringen. Okay, ich hatte ein bisschen Sorge, dass es jetzt deswegen gescheitert ist. So ein Glück. Okay. Dann sollst es wohl... Ja, doch, komm. Das passt ja. Dann soll es für die Folge mal gewesen sein, tatsächlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wieso kann ich da nicht einsteigen? Wie dreist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.